BMW hat ein neues Update für die OS 9 Software herausgebracht. Dieses ist over the air gekommen und ich möchte es mir gern mit euch anschauen, nachdem ich beim letzten Update davon abgesehen habe, ein Video dazu zu machen, denn es waren lediglich Qualitätsverbesserungen und Bugfixes, habe ich mir dieses Mal gesagt, wir schauen es uns an, denn es ist eine umfangreiche Liste an neuen Features und Verbesserungen dazugekommen und deshalb wollen wir auch lichtenlang schnacken, sondern es geht los. Willkommen bei EX1 Drive. Die Sonne blendet heute ein bisschen, aber ich hoffe, ihr könnt es trotzdem einigermaßen sehen. Wir haben hier eine Zusammenfassung der Version und dort gehen wir jetzt nicht alles Kleine durch, sondern wir haben auch hier Darstellungen. Einmal soll es eine neue Uhrfunktion geben. Wir haben neue Icons für den persönlichen Assistenten bekommen. Ihr seht es hier umfangreich. Es war vorher einfach nur zwei so eine kleinen Kugeln. Jetzt haben wir hier ganz verschiedene Möglichkeiten, also Individualisierungsgeschichten. Dann eine Sache, die vielleicht ganz gut ist. Fenster und Schiebedach schließen bei Anrufen gemeinsam. Das heißt, wenn ihr einen Anruf bekommt und ihr habt das Fenster oder Schiebedach auf und es stört, dann könnt ihr mit einem Knopfdruck dann beides schließen oder schließt dann automatisch. Das werden wir noch herausfinden, wenn wir alles mal testen. Dann haben wir die Videos, die How-To-Videos, die gibt es auch bei YouTube. Immer mal wieder ganz kurze Videos, die euch zeigen, wie ihr was macht. Ladepausen besser nutzen. Hier seht ihr, mit diesem Update weist der BMW Intelligent Personal Assistant während des Ladens auf nützliche Inhalte hin. Also stelle ich mir dabei vor, dass wenn wir eine Ladepause haben, dass er sagt, hey, du kannst aber hier in 500 Metern auch was essen oder hier ist eine Einkaufsmöglichkeit. Das werden wir natürlich sehen, wenn wir dann mal eine Ladepause haben, wie das funktioniert. Dann haben wir Curved Ahead View, jetzt auch mit Digital Premium. Das heißt, es gibt neue Features für Digital Premium. Und zwar hier, unbekannte Streckenverläufe und Fahrten werden bei Dunkelheit und schlechtem Wetter vorhersehbarer. Ihr BMW markiert vorausliegende Kurven im Display und empfiehlt farblich, unterstützt die ideale Geschwindigkeit. Also auch nochmal eine Geschwindigkeitsanpassung, eine Sicherheitsfeature, das über Digital Premium verfügbar sein soll. Dann Terrain View, auch dem Digital Premium. Und das ist sozusagen eine Offroad-Funktion, denn wir haben hier geografische Höhe, Lenkwinkel, Querneigung, Längsneigung und auch Kraftverteilung bei den Allradfahrzeugen, das auch über Digital Premium buchbar ist. Dann kommt für mich jetzt, ab jetzt, kommen Features, die wirklich unfassbar gut sind, wenn sie dann so funktionieren, wie das hier drin steht, dann das hier ist ein absoluter Gamechanger für mich. Per My BMW App die Batterie auf Temperatur bringen. Wenn ihr zu Hause, so wie ich, zu Hause nicht laden könnt und im Winter unterwegs seid, dann habt ihr das Problem, wenn ihr dann schnell an die Ladesäule müsst oder relativ zeitnah an die Ladesäule müsst, habt ihr das Problem, dass ihr einen kalten Akku habt und dass die Ladeleistung entsprechend schlecht ist. Hier soll es funktionieren über die BMW My BMW App, nicht nur das Auto dann hier schon im Winter oder im Sommer dementsprechend zu temperieren, sondern auch den Akku zu temperieren. Und mir gerne in die Kommentare, wenn ihr dann andere Informationen habt und wenn ihr wisst, bei welchen Autos das noch der Fall ist, hier, dass wir über die App sagen können, konfiguriere bitte die Batterie so weit vor, dass wir auch zeitnah laden können oder heizt die Batterie schon vor auf die ideale Temperatur. Denn das ist wirklich eine absolut top Sache. Für viele ist natürlich nicht so nutzbar oder nicht so notwendig, die alle zu Hause laden können, die dementsprechende Wallbox zu Hause haben. Das werden die meisten sein. Aber so wie, also für mich sage ich jetzt, der in einem Mehrfamilienhaus wohnt und keine Lademöglichkeit zu Hause hat, ist das natürlich eine super Funktion, gerade im Winter. Wenn das funktioniert, dann ist das eine absolute Verbesserung, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Dann haben wir nochmal ein weiteres Thema, was den Akku angeht. An kalten Tagen gewohnt schnell laden. Bei niedrigen Temperaturen braucht eine Batterie einige Kilometer, um warm genug zu sein für schnelles Laden. Mit diesem Update wissen Sie genau, wann es soweit ist. Es gibt ein Widget, das uns anzeigen soll, wie die Batterietemperatur ist. Dann haben wir Verbesserungen im Head-Up-Display. Das ist jetzt soll jetzt auf dem neuesten Stand sein. Die Darstellung der Anzeigen werden an neue gesetzlichen Regelungen zur Vermeidung von Verdeckungen im Sichtfeld des Fahrers angepasst. Alle Einblendungen und Informationen stehen weiter wie gewohnt zur Verfügung. Das heißt, das ist eine optische Geschichte. Dann haben wir einen neuen Mode, den Silent Mode über Digital Premium. Der Silent Mode soll Geräusche und Lichter im Cockpit auf Knopfdruck reduzieren
und so, dass man Gespräche während der Fahrt oder ruhige Fahrmomente noch besser genießen kann. Also hier ein Premium-Dienst, noch ein neuer Mode, ein Silent-Mode für mehr Ruhe im Innenraum. Schauen wir mal. Adressdaten und Datenvolumen sind noch besser geschützt. Es gibt kein Gastprofil mehr. Und ebenso ist nicht mehr einsehbar, welche Adressdaten automatisch gespeichert im Parkmanöver gespeichert sind. Das ist also ein kleines Datensicherheitsupdate. Oh, dann haben wir einen optimierten Algorithmus der Anzeige des Batterievorbereitungssymbols. Das ist auch eine sehr gute neue Funktion, wenn sie so funktioniert. Mit diesem Update werden bei einem geplanten DC-Ladestopp, also wenn ihr über BMW Maps eine ganz normale, übers Navi eine ganz normale Route angibt und ihr habt einen Ladestopp, dann habt ihr jetzt dieses Batterievorbereiten-Symbol in der Eventliste und das zeigt euch, ob die Batterie jetzt vorbereitet wird. Ihr könnt es wahrscheinlich auch auswählen. Wir werden es uns alles angucken in den nächsten Wochen, das alles mal checken. Dann haben wir Qualitätsverbesserungen, grafische Darstellung einzelner Anzeigen, Buttons, Texte wurde verbessert, die Stabilität mobiler Endgeräteverbindungen ist erhöht worden, ob Apple CarPlay und Android Auto sind bei der Verwendung optimiert. Wir haben eine Stabilität beim Scrollen und Verhalten in den Displayanzeigen erhöht und die Sitzverstellung bei elektrisch verstellbaren Sitzen hat eine optimierte Software bekommen. Dann haben wir Verbesserung der Spurverlassen-Warnung. Warn- und Linkverhalten der Funktion Spurverlassen-Warnung wurden für Sie verbessert. Also eine sehr umfangreiche Liste an neuen Funktionen und da bin ich mal sehr gespannt. Ich werde das alles für euch testen. Einen ersten kurzen Blick mal werfen wir drauf, was es denn schon Neues gleich zu entdecken gibt. Und dazu schauen wir einmal ganz kurz als erstes in die MyBMW App und ihr seht es schon im Startbildschirm. Wir haben hier jetzt nicht nur die Remote-Kamera, sondern wir haben daneben auch das Zeichen unter Remote Services Batterie vorbereiten. Hier steht es nicht verfügbar, das ist aber dem geschuldet. Außen sind 21 Grad und wir sehen es hier, Batterie vorbereiten ist aktuell nicht erforderlich. Das heißt, es ist nicht so, dass es nicht geht, sondern es braucht im Moment keine Batterie vorbereiten, weil die Temperatur gut ist bei 21 Grad Außentemperatur. Schauen wir uns einfach mal im Menü die Batterietemperatur an und zwar müssen wir dazu, ich habe es kurz gesucht, entweder übers Menü gehen, aber wir können auch hier einfach über das Widget gehen, die Fahrdaten. Dann haben wir hier einmal Fahrdaten und ihr seht, hier ist jetzt nichts zu sehen, aber ich kann hier unten auf Fahrzeugstatus gehen und wir haben jetzt neu hier die Batterietemperatur. Die sagt, da ist okay. Wenn ich da draufklicke, steht hier bereit für schnelles DC-Laden. Batterietemperatur beeinflusst die mögliche Leistung. DC-HPC-Ladestation, das wissen wir. Ich kann hier also jetzt auch sagen, ich möchte die Batterie vorbereiten. Das war vorher nicht hier auswählbar. Und ich habe es natürlich aber trotzdem, wenn wir hier gucken, hier oben noch über die Widgets, könnte ich es auch da vorbereiten. Wir haben hier auch die Möglichkeit natürlich der Shortcuts, das hatte ich euch schon gezeigt. Das also die Batterievorbereitung. Wir schauen mal, ob wir hier auch etwas finden. Wir nehmen jetzt mal einfach ein Ziel, das ich hier vielleicht schon mal hatte. Wir wollen nach Erding fahren. Das war ja unser Roadtrip von Erding dann zurück. Da wollen wir jetzt nochmal hin, sagen wir. Und da haben sie ja geschrieben in den Update-Notizen, dass wir dort auch ein Batterie vorbereiten Symbol haben. Es kann natürlich sein, aufgrund der Temperaturen im Moment, dass er sagt, wir brauchen keine, er hat ja gesagt, wir brauchen keine Vorbereitung der Batterie und dann werden wir mal schauen, ob wir hier jetzt was sehen können oder nicht. Wir haben hier eine Ionity-Säule. Wenn wir da jetzt drauf gehen, haben wir nochmal andere Ladesäulen, die wir hier auswählen könnten. Aber wir haben hier kein Symbol, das uns irgendwas zur Batterietemperatur sagt oder dass wir die Batterie vorbereiten sollen. Aber wie gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass er das jetzt auch nicht macht, weil wir ja eine gute Temperatur haben. Das müssen wir natürlich einfach mal schauen, ob wir das Ganze dann im Winter besser haben oder ob wir das im Winter angezeigt bekommen. Hier im Moment hat er es nicht angezeigt.
Dann gucken wir noch mal einmal ganz kurz rein. Die My Modes, da soll ja jetzt der Silent Mode dabei sein. Wir haben hier den Personal, den Sport Efficient, Expressive, Relax und Digital Art. Dann geht es nicht weiter. Also im Moment hier kein Silent Mode. Wir haben den Relax Mode. Das ist mir gerade mal aufgefallen, weil ich sonst in den Modes gar nicht viel unterwegs bin. Wir haben hier diesen Relax Mode. Sehr angenehm. Er fängt, wenn ich den kann ich auch einstellen. Man kann Klimatisierung leicht erhöht. Massage wird, also er hat jetzt um 1 Grad die Temperatur nach oben gestellt. Er hat die Massage, eine leichte Massage aktiviert. Da kann man auch sagen, es soll das nicht machen. Und in den allgemeinen Einstellungen kann man dann auch noch, wie ihr hier seht, den Personal Mode, den Expressive und den Relax Mode kann man und den Digital Art Mode kann man als Startmodus wählen. Wird automatisch bei jedem Start eingestellt. Bis jetzt habe ich immer gedacht, dass man nur den Personal Mode hier einstellen kann. Nein, man kann auch Expressive, Relax oder Digital Art einstellen. Was sich mir nicht erschließt, wenn wir auf die My Modes gehen, dann haben wir Digital, Relax, Expressive und es fehlen nur noch Efficient und Sport. Da frage ich mich, warum man diese beiden Modi jetzt hier rausgelassen hat, denn das wäre doch auch total interessant, wenn man einfach sagen könnte, ich möchte immer im Sportmodus oder ich möchte immer im Efficient Mode starten. Das ist natürlich was, was man nochmal nachrüsten könnte von BMW, denn die Auswahl sollte jedem Fahrer selbst überlassen werden. In welchem Modus er hier starten möchte, dass man nicht immer, es sind zwar nur 2 Klicks, aber trotzdem ist es etwas, was man auch einfach voreinstellen könnte. So viel zunächst einmal beim ersten Überblick über das neue Update. Ihr habt gesehen, es ist noch nicht alles da. Der Silent Mode, den habe ich jetzt noch nicht gefunden. In den Digital Premium Angeboten war jetzt auch noch nicht weiter irgendein Update dabei, wenn man da in die Apps reingeht oder in die Einstellungen, dass man da noch was zusätzlich auswählen konnte. Die Curve-Geschichte, also die Kurvenanimationen und ähnliches, die Vorschläge, das werde ich natürlich während der Fahrt für euch testen. Demnächst. Wir werden auch die Batterievorkonditionierung natürlich ausprobieren und schauen, ob das in den Navi-Einstellungen dann noch irgendwo anzeigbar ist, dieses Batteriesymbol, ob das auch während der aktiven Route mit Ladestopp dann angezeigt wird, wenn es mal ein bisschen kühler ist. Auf jeden Fall haben wir hier, ihr habt es gesehen, wir haben diese Batterieanzeige in den Fahreinstellungen. Das kann man auch über das Widget auch so einstellen, dass man das hier in dem Startbildschirm auch angezeigt bekommt. Ich muss sagen, wenn es, das hatte ich vorhin schon kurz angeteasert, wenn es wirklich diese Möglichkeiten mit der Batterie gibt, vor allen Dingen, ihr habt es gesehen, in der My BMW App ist diese Möglichkeit da. Das werde ich natürlich für euch testen, sobald es mal ein bisschen kühler draußen ist. Morgens werde ich das mal anschmeißen, wir gucken mal dann, wie der Verbrauch ist. Aber das ist für mich ein Update, was wirklich ein Gamechanger sein kann. Denn diese Funktion einer Batterievorkonditionierung über die App, das ist was, was für viele Leute, die nicht zu Hause laden können, wirklich ein absoluter Mehrwert ist. Und der ist so dort, da ist kein Digital Premium hinter, sondern der ist hier so festgelegt für jeden Nutzer beim OS 9. Und das bestätigt mich auch nochmal in meiner Entscheidung, den iX1 verkauft zu haben mit OS 8, wo keine Update-Möglichkeit auf OS 9 war, und den iX2 nicht nur wegen der Optik zu nehmen, sondern auch, weil hier die neue Software drin ist. Ja, und ihr seht es, da hat jetzt BMW mal wirklich einen rausgehauen, finde ich, mit den Funktionen. Natürlich ist einige Spielerei, Visualisierung des Personal Assistant zum Beispiel, ist eine Spielerei. Ging auch bei mir hier im Moment noch nicht. Ich habe nur harmonisch und ausdrucksstark die beiden Auswahlmöglichkeiten, nicht noch weitere Symbole. Vielleicht muss das Auto auch einmal nochmal komplett runterfahren, ich weiß es nicht. Jedenfalls sind ja einige Features, die wir gesehen haben, die hier schon drin sind und einige, die noch fehlen oder die ich jetzt nicht gefunden habe. Heute ist der 17. September, 16. September, 22.30 Uhr war es, glaube ich, habe ich die Nachricht bekommen, es gibt ein Software-Update. Ich habe es jetzt ist es 19.30 Uhr, wo ich das Video hier aufnehme für euch, am 17. September, und ich habe es um 18 Uhr, glaube ich, lief das Update hier durch. Das heißt, ich habe mich noch nicht eingehend damit beschäftigt, aber natürlich wollte ich schon mal euch dieses Video hier präsentieren und dieses Update schon mal kurz vorstellen.
Und ihr könnt euch sicher sein, und das wisst ihr, glaube ich, auch, so kennt ihr mich, wir werden dieses Update auf Herz und Nieren prüfen. Der erste Eindruck erstmal von diesen Features, die BMW hier präsentiert und die BMW hier aufgespielt hat, das ist wirklich gut, und da sind Sachen dabei, die wirklich hilfreich sind, die sicherheitstechnisch hilfreich sind, aber auch hilfreich sind im Alltag mit dem E-Auto, insbesondere wenn man nicht zu Hause laden kann. Also von mir zunächst erstmal Daumen hoch für dieses Update, aber natürlich mit der Einschränkung, wir haben noch nicht alles gesehen, ich habe noch nicht alles gefunden, das holen wir nach in einem der nächsten Videos. Bis dahin, schreibt mir gerne in die Kommentare, was haltet ihr von dem Update, schreibt mir gerne auch in die Kommentare, wenn ihr OS 8 habt, was sind da für Software-Updates gekommen, was sind da für Funktionen gekommen, das würde mich auch mal sehr interessieren, einfach mal den Vergleich zu haben. Oder wohnt ihr in der Nähe, habt ein Auto, ein iX1 mit OS 8, dann schreibt mir, dann komme ich gerne mal vorbei, wir treffen uns und fahren da mal eine Runde und schauen uns dort mal an, wie die Software mittlerweile da aussieht, was es da für Funktionen, neuere Funktionen gibt, ob welche gekommen sind oder nicht. Schreibt das gerne mal rein in der Nähe von Hannover, Braunschweig, wenn ihr da irgendwie ein iX1 mit OS 8 fahrt. Schreibt mich gern an über E-Mail, dann komme ich gern vorbei, wir treffen uns und testen das Ganze mal bei OS 8, wie es da im Moment aussieht. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr von diesen neuen Features, die hier BMW anbietet. Und dann reden wir gern drüber, wie immer. Wir tauschen uns aus und ich sage tschüss, bis bald.